So, meine lieben Zuschauer, willkommen zurück wieder zum 8-Bit-Gedudel bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich mach das schon wieder. Nein, im letzten Part haben wir, was haben wir im letzten Part? Schon lange, eine ganze Weile her jetzt für mich. Wir haben Kekse gebacken. Nein, falsch! Okay, gut. Keine Punkte für mich in diesem Quiz, was im letzten Part war. Ich glaube, wir waren... Ich glaube, das kommt jetzt erst noch. Na, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mich informiert. Und zwar, wo ist denn der scheiß Kerkerdreck hier unten, wo denn die Party sein soll, zu der ja Ron und Hermine auch eingeladen sind. Das ist aber schön für die beiden. Das ist nämlich hier. Hier war ich auch noch nie drinne. Hier geht's nämlich in die Kerkertreppe, oder wie die heißt. So, und hier unten ist jetzt voll Fete. Sicher noch Monsters. Ach, wer Monster ließ? Nope. Obviously not. Verschlossen. Pff, fail. Fail at doing shit, we ever. Ich dachte, jetzt ist das gleichzeitig mit dem Quidditch-Training und wir machen das jetzt vor dem Quidditch-Training. Weil ich dachte, wenn es eine Nebenquest ist, dann habe ich ja die Befürchtung, dass wenn ich denn jetzt die Hauptquest weitermache, dass ich dann... dass ich dann meine Nebenquest verliere. Das wäre ja natürlich nicht so schön, ne? Aber ich sehe schon, hier ist alles verschlossen. Ja, wie kacke ist das denn? Ne? Ich kann es gar nicht erwarten, dem Slytherin-Team dabei zuzusehen, wie sie die Gryffindors im nächsten Quidditch-Spiel kalt machen. Mach dich gleich kalt, Kumpel. So, hier das bewegliche Bild. Ja, das ist ja halt schön, aber... Hallöchen. Oh, guck mal, hier sind bestimmt Zaubertrackmonster. Oh, eine goldene Spinne. It's a golden spider, oh mein goodness. Autsch. Don't hit me. Oh nein, nicht wieder das, Mann. Vergift mich nicht, du blöde Spinne, Mann. Du bist doch gleich down. Trichternetzspinne. Igitt. Pfui, 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 Spinne. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie eklig. Und da ist Incendio wieder verwundbar. Geil. Das finde ich gut. Kann ich Incendio trainieren und dich gleichzeitig niederburnen, du Drecksspinne. Kann burn. Ja. No hit is not a good idea. Die macht mir auch 7 Schaden. Das ist eigentlich eher dezent insgesamt, aber mit natürlich Gift und 2x7 macht natürlich auch 24 HP Schaden. Sollte man nicht unterstützen. Aber gut, 53 Schaden reicht, um die Spinne wegzubrutzeln. Geröstete Spinne am Spieß. Finde ich doch geil. Schmeckt bestimmt voll scheiße. Ist egal, ich zieh's mir trotzdem rein. Autsch! Da boxt mich ein Schwein. Macht das überhaupt Schaden, weil ich habe keinen Bock, meine MP aufzuladen. Ja, geht so, ne? Aua! Don't hit me! Don't touch me deep, deep. Scheiße. Immer dead in... Oh, Critical mit grünen Swoodoo-Modus. 48 HP Schaden, das sah nice aus. So, jetzt habe ich quasi so gut wie keine MP mehr. Kriege jetzt bitte Level up, das wäre ganz freundlich. Und... Jawohl! Level up. Verdiminus, geil! Stufe 3, cool. Dann, wenn wir die jetzt auch schon mal haben, werde ich auch gleich mal auskotzen. Wollte gerade sagen, auskotzen. Auskotzen ist eine gute Idee. Wenn wir gleich mal einen Gegner holen und uns mal daran wagen. Oh, guck mal hier. Eine blaue Fledermaus. Haben wir die schon? Da fehlt immer der Kreuz. Das war der! Das war der Spacken! Das war der Spacken, den habe ich jetzt wieder verpasst. Ich bin doch ein Spaß. Manchmal hab ich das Gefühl, ich schlaf den ganzen Tag. Wo sind die? Ah, da hier. Der Spamster Fledermaus. Kann die was? Oh, die kann betäuben, die ekelhafte. Bist du resistent gegen Grün? Nö, dann kann ich das nutzen, um dich niederzu... brutzeln. Ganz dezent natürlich, ne? Nicht kein böses Effort. Nein, 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 nein. Kabam. Oh, Plasma Cannon. Alter, sieht aber richtig fett aus. Gangster. Onox, nicht jetzt. Autsch. He hit me again. Bam. Eat this motherfucker. Kaboom. Boah, 30 Schaden. Badam, die du. Gleich ist der kleine Knödel down. Richtig down, denn ich werde ihn verhauen. Bam, 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 bam. Badam, bam, bam. Oh, 2 Hits reichen mittlerweile fast. Da, 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 da. Da, 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 da. Hier hätte ich gerne endlich mal irgendwann Stufe 3. Guck mal hier mal Flipendo Duo zum Leveln. Twisting Mode. Kabam. Tschüssikowski. Jemand hat mir ein paar logische Schlussfolgerungen gegeben.
was Hermines Fähigkeiten so bringen könnten. So, aber jetzt ruhig hier bei den Rittern auch und scannen jetzt noch. Da ist er wieder, da ist er, der kleine Kackspacken. Du fehlst mir noch, hör damit! Smoodo scanning. Aua! Nicht wieder vergiften, nein! Oh, du Ekelhafte! Du hast doch einen Ratter, du blöde Spinnemann! Kratz einfach ab und beiß dann ins Gras. Wow. Das Don't Hit Me sagt die Spinne anscheinend zu mir. Das finde ich nicht so nett. Eat this motherfucker, come on, burn. Tschüssikowski, meine Phrasen. Not good. Ja, mal den 10 Damage, die ignoriere jetzt mal eine Sekunde. So, da ist er erspacken. Resistent gegen Flippendo, gegen Verminius, sonst alles. Funktion nuckelbar, würde ich sagen, hier machen wir Duo klatschen. Kabam, Twisting Mode, Windstoß. Badadam, oder Whirlpool. Das könnt ihr auch nehmen. Da 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 da, Whirlpool ist cool. Da 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 da, Harry ist nicht schwul. Badam, da da, gleich fall ich vom Stuhl. Okay, ich sehe schon, hörst heute das Motto, reim mich oder ich schlag dich. Don't touch me, Spacken. Tschüssikowski, Windstoß, Windstoß, Whirlpool. Tschüssikowski. So. Ich schwöre, wo ist die Hälfte meiner MP? Scheiße, Mann. Oh, ich sehe schon, wir kriegen super MP, cool Gangster-Tränke. Gut, okay, dann geht es jetzt anscheinend mit dem Kerker da unten noch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach zum Quidditch-Training. Weil, denk mal, ja. Es wird Zeit, dass wir vorwärts kommen. Nein, nein, no! So ist ja nur so ein Würmchen. Darüber reg ich mich auf. Hier kann ich, guck mal, Twisting Mode. Ich spüre dich einfach durch, du alter Wurm. So, das war ein One-Hit-KO. Wunderschön. Schön, nochmal 20 Sekunden. Wie waren wir überhaupt? Wir müssen den nächsten Mal ein paar Tränke kaufen. Gerade gegen Gift habe ich schon wieder nicht mehr so viele, ne? Aber Geld ist echt mangelbar. Also ich wünsche mir von euch immer noch Tipps, wo kann man Geld farmen. So, was ist nur für ein Kack-Game hier unterwegs? Was ist denn hier los? Fette Mucke? Hallöchen, hallo. Hey, da bist du, Harry. Kannst du losgehen? Ja, Logo. Wow, 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 wow. Da ist der Schnatz irgendwo. Da oben ist er. Ja, geil, Mann. Keine schlechte Vorbereitung auf die Saison. Das Training ist zu Ende, ab mit dir, Harry. Thanks, Spacken. Tschüssikowski. Boah, that was easy. Zweite Quidditch-Training abgeschlossen. Wir sollen vergangen die neue Kartenkombi. So einfach. Nix Todes. Zweiter Tag gleich. Ich sollte besser Ron und Hermine suchen gehen. Achso, stimmt, die wollen wir ja einladen. Das heißt, müssen wir auch wirklich mitnehmen. Das ist aber langweilig. Ich bin doch hier der Star mit der Narbe. Nur mich will man sehen. Nein, gut, so würden sich vielleicht irgendwelche versnobte reiche Let's Player oder irgendwelche Hollywood-Stars verhalten. Pff, ich doch nicht, nein. Ist ja nicht so, als ob ich überheblich wäre. Pff, niemals. Ich bin auch nicht Stefan Raab. Oh Gott, jetzt krieg ich bestimmt Schläge von allen Stefan Raab-Fans. Warte mal. Wo sind die überhaupt? Albon Knuff. Geht zu nix Todestagfeier. Mit nix so Harry und... Oh, egal. Ich gehe mal einfach mal ins Gryffindor-Dingsen-Hirn-Brain-Zimmer. Ihr wisst schon, was ich meine. Nebenbei, warte mal. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich gar mal... Hier ist der Laden, ne? Der All-Together-Laden. Ne, gab es hier nicht die ganzen Tränke und die Siff und so ein Keks? Nö. Fail, das habe ich verkackt, oh man. Das ist nicht cool. So, Duell traue ich mir auch noch. Ich bin aber so ein Level gestiegen seit dem letzten Dingen. Und das war ja nicht gerade unten. Gefährlich, aber die Plasma-Kanone sieht schon geil aus. Man könnte ja mal Versuch starten, aber nee, das ist mal total dangerous. Na, not good idea. Geh mal, da sind sie ja. Habt ihr Lust, zu einer Party zu gehen? Nun, eigentlich müsste ich was für die Schule tun. Gibt's auch Kuchen? Ja, ich denke schon. Es ist die Todestagsfeier des kopflosen Nick. Er hat uns alle eingeladen, um die anderen Geister zu beeindrucken, damit sie bitten, ihn an der Jagd der Kopflosen teilzunehmen. Das hört sich ja sehr interessant an. Wir können sicher eine ganze Menge lernen. Ja, ich bin dabei, aber wenn es keinen Kuchen gibt, bleibe ich nicht lange. Ron. Die Feier findet unten im Kerker statt. Lass uns gehen. Ron Weasley stellt sich zu der Gruppe. Ich stell dich mal direkt, Alter.
stellt sich, egal, hinten an, wollte ich gerade sagen, das hört sich falsch an. So, ich glaube, ich gehe trotzdem nochmal, wir können ja so runtergehen, stimmt ja, da ist ja trotzdem noch mein Geheimgang. Mein Geheimgang. Wir sind eine geheime Gang, Alter, voll krass, Digga. Nee, so war das nicht gemeint. Wieso ist das verschlossen, ihr Ekelhaften? Ihr seid doch scheiße, könnt ihr nicht einfach meine Geheimdinger verschließen, ihr Spacken. Nicht cool. Ja, dann machen wir das anders. Ja, jetzt ja ganz einfach, ne? Die Kackwolken hier überall. So, dann machen wir das jetzt ganz einfach. Hehehe. Swoot. Einmal. So. So, okay. So. So. Boah, Speedy Harry, Alter. Speedy Harry is on the way. Oh my goodness. So, jetzt will ich aber mal gucken. Ich will hier nochmal in... Nee, hier war das nicht. Hier ist ja sein Drecks... Sein Drecksloch. Dann können die Monster gerne rumwüten. Am besten setzen wir demnächst mal ein paar Wichtel aus. Nee, das ist falsch im Spiel irgendwie. Dann geh mal weg hier. Wo war denn das nochmal? War das doch im fünften Stock? Und das gibt... People get me... Doch auf den Sack. Ist doch voll bekackt. So, gehen wir hier rein halt. Ist ja jetzt auch real. Ich will meine Kartenkombis abholen. Hallo schon, wie geht's so? Hier, Kartenkombi. Zoom, 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 zoom. Okay, ganz ruhig. Rast man hier ausspielen. So, Folies, da gucken wir mal den Triplikus. Wir wissen, wenn wir hier voll sind, ist im Spiel nicht mehr viel zu tun. Doppelte Magie. Harrys Magiepunkte werden verdoppelt. Wow, für immer? Dann will ich unbedingt die Karte 18 haben. Gibt's die morgen zu kaufen oder so? Strickkraut, alle Gegner werden durch schädliche Dämpfe beeinträchtigt. Ist ja mal fett. Genesung, die Gesundheit eines Gruppenmitglieds wird aufgeladen. Swoosh, 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 quasi. Alle Gegner werden kurz abgelenkt. Dann müssten das bestimmt alles Karten von Frauen sein. Haha, stehen wir uns auf der Frauen? Nein, wir machen jetzt keine Hände-Action hier. Nein. Muss nicht sein. So, ich wollte eigentlich... Ja doch, genau, ich wollte nochmal in den Laden oben gehen. Harry, lauf mal schneller, Mann. Ich will raus aus dem Gebingelraum hier. Oh, mein Kopf ist in meinem Schädel. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist es... neues Itemzeug. Viel zu teuer. Wer soll sich denn die Scheiße leisten? Oh, mein Gott. Rast doch bloß. Aus wo gibt's denn so viel Geld? Ach, du Scheiße. Boah, Game, du hast gelitten, ganz im Ernst. Wo kriege ich denn so viel Kohle her? Oh mein Gott, 2500 Kröten für ein Item ist doch lame. Du. Was zum Fick? Du hast doch hier gelitten, Junge. Gibt's hier so eine Silberkarte wie ein Feierling? Ich hab voll dafür. Hier ist nur ein leerer Raum, okay, gut. Würde ich sagen, ja, leider gibt's hier keine Abkürzung oder so ein Käse. Deswegen muss ich wohl immer wieder den... Speed-Knopf runterlaufen machen, habe ich gar kein Problem mit, dann kann ich das ganze Pieps umgehen, das finde ich echt super. So. Jetzt ist die Mucke nämlich... nein! Jetzt ist nämlich die Mucke wieder schön chillig. Ja, chillige Mucke ist gut. So, warum können wir den komischen Geheimgang nicht mehr benutzen? Haben die irgendwie eine Duability? Kann man die nur eine begrenzte Anzahl benutzen? Ist da jetzt irgendwie die Treppe eingebrochen, weil Harry zu fett geworden ist, oder war das lausch? I don't know. Nicht schön. Finde ich doof. Wenn ich jetzt nur hier die ersten Viertel im LP machen könnte, ist das aber schon scheiße, ne? Dann reicht die Kracke dagegen. Nein, nichts Gutes anderes für mich. So, was ist mal nicht mit euch hier? Habt ihr irgendwie... Könnt ihr nicht irgendwie Geld mal mitverdienen? Kriegt jemand einen Geldzauber? Geldgeil? So Münztag aller Harry Potter oder Pokémon? Ihr wisst schon? Das wäre schon mal geil, ne? So, bei nächster Level habe ich erstmal 17.000 gerade gelesen, weil das L von dem Position. Das L liegt so nah an der 7 dran. Da denke ich, wow, 17.000! Ich wollte gerade voll ausrasten und jemand hat gesagt, weil er noticed. Ist immer noticed, Alter, ey, bitch. So, jetzt gehen wir erstmal zur toten Feier hier. Haben wir ja Schwarzer, ne? Passt ja. Wir gehören zur Schwarzen, der Männer der schwarzen Organisation. Ah, Dead Conan Insider. Egal. No. Geh weg! Hau ab! Ekelhafter! Don't touch me! I don't want to fight some monsters! Bye, crappy monster! Hier ist es! Oh mein Gott, überall Leichen, überall Geister! Hallo, willkommen auf meiner Party! Du hast eine Stimme, andere Stimme als wir letztes Mal. Hallo Nick, hier ist ja ganz schön was los! Wir haben noch nie so viele Geister auf einem Haufen gesehen! Naja, doch ganz viele Buhus. Ich bin Luigi's Mansion. Luigi's Mansion, dein geiles LP, egal. Oh Gott! Oh, meine Gedanken ist overflowing wieder mal.
Es gibt genug zu essen und zu trinken. Plaudern Sie doch ein wenig mit den anderen Geistern. Sir Patrick müsste bald kommen. Viel Spaß. Moment, warte mal. Wenn für die Essen und Trinken gibt, was heißt das für uns? Wer ist das? Ist sie ein Geist von Hogwarts? Ich habe sie noch nie gesehen. Das ist die maulende Mütte. Sie spuckt in der Mädchen... genau. Kai, du bist gut im Lesen. Wartet. So, jetzt hätte ich meine Stirn geschnipst. Hätte ich mir jetzt eine Backpfeife gegeben, dann wäre ich mein Mikro wieder verhockelt gewesen. Sie spukt in die Mädchentoilette. Das macht Sinn. Sie spukt in der Mädchentoilette um den zweiten Stock rum. Ja, kein Wunder, dass ich sie nie gesehen habe. Sie sieht irgendwie unglücklich aus. Sie ist vor langer Zeit auch hier zur Schule gegangen und hier ins Leben gekommen. Seitdem ist sie immer traurig und bekommt regelmäßig Wutanfälle. Ja, wenn ich für alle Ewigkeit in den Toiletten hausen müsste, würde ich auch ausrasten. Oh, nicht er schon wieder. Ja, ich knabber diese Erdnüsse, schmecken besonders ranzig lecker. Lecker. Hallo Mütte, ich sagte gerade, wie schön es ist, dass du mal aus der Toilette rauskommst. Ja, du machst dich doch nur über mich lustig. Nein, ehrlich, ich doch nicht. Na, hat sie doch. Eine tolle Party, was? Oh, piefst du Bastard. Haha, Kackspacken. Das ist ein Kackspacken. Geht zu nix Todeslangs. Gibt's hier irgendwas? Alter, was ist das für fressendes Blau? Sieht aus wie verschimmelter Blaubeer. Whatever. I don't Knopf! Hi, red mit mir, Geist. Hallo, blutiger Baron. Oh, da hab ich wieder vergessen, dass sie gar nicht sprechen können. Der kann nicht reden? Was ist das für ein Hausgeist? Bestimmt von Hufflepuff oder Ravenclaw, da hat man keinen Bock, sich komplizierte Charaktere auszudenken. Ein ziemlich finsterer Ort für eine Party. Vielleicht versetzt das gerade ein Geist so richtig in Feierstimmung. Hey, voll Ghetto, Alter. Das macht Sinn. Nicht. Das ist ja einfach ekelhaft. Das ist uralt und total verrottet. Bäh, in dem Kuchen zappelt was. Oh. Okay, that's creepy. Weg hier. Ich will raus hier. Da ist Sir Patrick, endlich ist er da. Ah, jetzt kommt jemand. Ja, einfach nur so ein... Hallo Nick, du fast Kopfloser, wie geht's? Hängt der Kopf immer noch dran? Sehr interessant, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Naja, eigentlich hört sich das an wie das... Was ist das? Lebendige Freunde von dir, Nick? Ja, aber sie haben trotzdem Angst vor mir, besonders Harry Potter. Ich habe sogar Angst zu sprechen. Harry Potter, ich habe gehört, sie tragen einen schlauen Kopf auf ihren Schultern. Ah, wie schade. Danke für das Kompliment, das sind meine Freunde Ron Weasley und Hermine Granger. Sie haben genauso viel Angst vor Nick wie ich. Ich fürchte mich sogar noch mehr als die beiden anderen. Nein, das tust du nicht. Ja, ich wette, dass... Er hat sie gebeten, mir das zu sagen. Schön für ihn, dass er Freunde hat, die wirklich zu ihm halten. Aber wissen Sie, was die Party jetzt so richtig in Schwung bringen würde? Ein Spiel. Oh nein, was kommt jetzt für eine Sache? So, Harry, mein Junge, Lust auf eine kleine Runde kopflosen Bowling? Nun, ich weiß nicht, wie geht denn das überhaupt? Nehmen Sie einfach Ihren Kopf, besser nicht Ihren eigenen, leihen Sie sich einfach ein aus und rollen Sie in die Bahn entlang, so dass die Kegel umfallen. Schließlich gehört zu jeder Todestagsfeier eine Partie kopflosen Bowling. Ach du Kacke, ein neues Minigame. Geisterkopf-Bowling. Erinnert mich an das Hacky-Hex-Sack von Battletoe, wo die da mit dem Hexenkopf rumgepuncht haben. Das war so geil. Genau. Spiele Bowling mit einem Kopf. Ich muss gleich Kopf rollen. Und so. Oh Gott. Bewege Harry mit dem Steinkreuz nach links oder rechts. Ah, jetzt hab ich einfach... Jetzt hab ich einfach Start gedrückt. Egal, einfach... Ich bin der coolste Mann. Mann, wann muss ich denn werfen? Wieso ist denn der jetzt so links so abgedriftet? Was zum... wenigstens ein paar. Ist ja schwierig.
Warum ist der jetzt nach links gedriftet? Okay, 4. Kabuts, Bubuts, Bubuts. Okay, dann würde ich sagen... Kaboom! Ein Spare! Das ist der nächste Punkt extra. Ja, 43 Punkte, geil. Funktioniert wieder so normales Bowling. Kaboom! Okay, jetzt habe ich langsam gecheckt. Oh, ich hab den anderen ohne getroffen. Noch ein Spare. Geil, ich bin der Beste, Alter. Kaboom! Kabubuts, bubuts, bubuts, boots. Okay, gut. Nein! Ja. Ey, wie geil. Schon wieder ein Spare. Wie geil. Ist ja geil. Boots! Bam, 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 bam. Oh nein, schon wieder ein Tor. Oh, ich hasse diese split-ekelhaften Sachen. Jawohl. Ist aber einfacher Algorithmus. Wenn man richtig zielt, weiß man genau, was man wie wo trifft. Kann ich irgendwie mehr ausholen oder so? Kabam! Ey, nein, Harry, nach links. Ey, man kann den Kopf echt lenken. Er hat jetzt erst mitgeschnitten. Oh, ey, no, okay, gut, geht aber. Okay, dann einmal... Gumboots! Nein! Kabam, bam! Jawohl, also Spare kriegt man hier mindestens... Also man kann die Kugel lenken, wie scheiße. Oh, okay, das krieg ich jetzt nicht hin. Okay, 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 okay. Ja, nee, okay, das krieg ich nicht hin. Oh Mann, Mist, wieder zwei übrig. Krieg aber hin, komm, die bash ich um. Boom! Ist das auch ein Inhalt aus dem Buch? Das fände ich voll geil. Das wäre aber richtig cool. Dann wüsste man, ob Harry Potter gut im Bowl ist. Komm schon, ja, ich treffe, ich treffe, ich treffe, ja. Kabam, boots, boots, boots. Nein, hau den einer um, bitte. Da steht gar nichts mehr. Ich bin froh, dass wir das hinter uns haben. Ich hoffe, wir konnten dir helfen. Nach all dem, was wir eben zu sehen bekommen haben, kann ich es zwar selber kaum glauben, aber ich habe Hunger. Das Abendessen ist sicher schon so gut wie um. Wenn wir uns schnell auf den Weg in die große Halle machen, kriegen wir vielleicht noch was vom Nachtisch ab. Lasst uns hochgehen und nachsehen. Okay, raus hier aus der Buchte. Ist ja geil. Kopfbowling. Kopflosen Bowling. Wie krank ist das denn? Ey, ich will mit dir reden. Oh, Lebendige! Swudu! Tote! Ist das so ungewöhnlich hier? Ich kann ihn nicht anlabern, ja, ist egal. Ich verpiss mich! Wollen Sie einfach schon gehen? Ja, ich muss morgen früh raus. Auf Wiedersehen, ich sage Bescheid, wenn Sir Patrick sich das mit der Jagd der Kopflosen noch einmal anders überlegt. Ja, viel Glück, ne? Du hast nichts Todestagsparty überlebt. Überlebt ist gut. Frische deinen Geist mit der neuen Kartenkonvention aus dem Sammelverein. Jo, das ist eine gute Idee. Wir haben auch... Reißen, zerfetzen, töten. Oh mein Gott, ich habe gerade voll einen creepy Gänsehaut. Fame... Komm. Was war das? Oh mein Gott, Freunde. Ich habe gerade voll Gänsehaut. Der krieg ich eigentlich das Face gesehen. Aber oh mein Gott. Es ist 0 Uhr nachts um 2 Uhr. Es ist stockduster, Alter. Könnte mit mir nicht machen. Ich bin nicht so der Abgebrühte, was sowas angeht. Nein, doch eigentlich schon. Aber trotzdem, Gänsehaut. Egal, du Gulat, ich glaube, mit dem creepy Ereignis lassen wir mal den Party zu Ende. Wir haben ja schon 24 Minuten auf der Uhr. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Harry Potter, die Kammer des Schreckens. Ja, genau. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Tschüss, Sikorski. Und ciao. Mann, Onox! Oh,